Sehr verehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher unserer Pfarrkirche St. Anton in Hausham. Im Folgenden wollen wir Sie kurz über ein paar interessante Details zu unserer coolen Orgel informieren. Da ist zunächst die Besonderheit, dass hier nicht etwa der Orgelbauer, sondern der Regensburger Kirchenbauarchitekt Heinrich Hauberrisser im Jahr 1908 zusammen mit dem Kirchenbau auch das äußere Erscheinungsbild des Orgelwerks plante, sodass Architektur, Orgel und die Innenausstattung der Kirche ein eindrucksvolles Gesamtwerk aus einem Guss bilden. Im Mai 1910 erhielt dann die renommierte badische Werkstätte Heinrich Kuhlen den Auftrag zur Lieferung des Orgelwerks. Kuhlen war bereits bekannt durch herausragende Orgelneubauten im Straßburger Münster und in der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra. Im Dezember 1912 stellte der Münchner Hofkapellmeister Professor Becht die Orgel feierlich in den Dienst. Sie galt von da an als Kunstwerk ersten Ranges. Als die Orgel in den 80er Jahren reparaturanfällig wurde, war leider auch die Erinnerung an die große Bedeutung dieses königlichen Instruments verblasst. Die Orgel wurde stillgelegt, erhielt einen elektronischen Ersatz und geriet in Vergessenheit. Erst wieder im Jahr 2009 war es glücklichen Umständen zu verdanken, dass Professor Friedemann Winkelhofer, der Orgelsachverständige der Erzdiözese München und Freising, auf das Bestehen unserer Orgel aufmerksam gemacht wurde. Er begutachtete die Orgel und empfahl im April 2010 deren umfassende Restaurierung mit den Worten: Dieses wertvolle Zeitdokument des Orgelbaus im beginnenden 20. Jahrhundert stellt ein bedeutendes Instrument der Spätromantik dar und fällt somit unter den Begriff Denkmalorgel. Dieser Appell blieb nicht ungehört. Unter der Federführung unseres Pfarrers Michael Mannhardt gelang es dank der Unterstützung vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger, die für die Orgelrenovierung erforderlichen Mittel von knapp 200.000 Euro so rasch aufzubringen, dass am 3. November 2013 die von der Firma Fleugels restaurierte Kuhlenorgel zum Lob Gottes neu erklingen konnte. Wenn Sie den einmaligen Klang unserer Orgel erleben wollen, dann besuchen Sie einen Gottesdienst mit Orgelbegleitung oder eines unserer Orgelkonzerte.